dass Sie mit dabei sind. Tja, ich begrüße Sie heute aus dem Radialsystem, einem außergewöhnlichen Ort, mitten in Berlins Mitte, wo sonst Kultur, Subkultur, Clubkultur zu Hause sind. Auch heute sind hier eine Menge junger Menschen. Sie möchten, wie die meisten in diesen Krisenzeiten, gerne verlässliche Antworten auf ihre Fragen. Und die geben heute zwei Männer, auf deren Analyse und Urteil man immer gespannt ist, nicht nur in besonders harten Zeiten. Joachim Gauck, unser Bundespräsident, und Helmut Schmidt, der Altkanzler. Herr Bundespräsident, Sie sagten mal, das war noch in der DDR, dass Sie sich Helmut Schmidt verbunden gefühlt haben. Warum haben Sie sich ihm verbunden gefühlt? Das war so ein Politiker, der Einsichten und Realitätssinn miteinander verbinden konnte und auch den Mut hatte, manchmal gegen den Zeitgeist zu sein. Als ich in der Friedensbewegung war und wir alle Ost und West auf je ihre Weise besorgt waren, was man nun tun könnte, war ein Teil meiner Freunde zum Beispiel total begeistert, wenn es auch um einseitige Abrüstung ging. Und Helmut Schmidt hatte einen realistischeren Blick auf die Sowjetunion und Leonid Brezhnev und was da sonst noch so an Führungspersonal war und konnte sich vorstellen, dass die ganz gerührt waren, wenn wir Protestanten und anderen guten Menschen so lieb und freundlich den Frieden beschworen. Und dann hat er gemeint, das reiche nicht aus, da muss noch etwas anderes passieren. Und hat da zur Atlantischen Allianz gestanden. Und dann hat ihn seine Partei dafür abgestraft. Und da fand ich, Donnerwetter, da hat einer den Mut, zu dem, was, wovon er tief überzeugt ist, zu stehen und auch unter Umständen dafür zu bezahlen. Helmut Schmidt, 1988 in Rostock auf dem Kirchentag haben Sie sich beide wenigstens im Bild festgehalten, getroffen, und zwar in der Stadt Rostock getroffen, weil Sie der Pastor Joachim Gauck einlud, die Oppositionsbewegung der DDR zu unterstützen. Da sieht man Joachim Gauck hinter Ihnen. Wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, aus diesem Pastor wird mal der Bundespräsident, was hätten Sie ihm gesagt? Das hätte mich gewundert. Ja. Nicht noch mehr. Das sind nun wirklich historische Bilder. 20 Jahre Mauerfall, offene Grenzen, gefallene Grenzen. Herr Schmidt, glauben Sie, dass man mit diesen Erlebnissen, mit diesen fundamentalen Erlebnissen heute junge Menschen noch beeindrucken kann? Es kann sein, dass die Fähigkeit, junge Menschen zu beeindrucken, gegenwärtig ein bisschen kleiner geworden ist. Ich würde vieles darum geben, wenn möglichst viele Menschen sich anstrengen würden, die heute nachwachsende Generation zu beeindrucken. Das ist eine Kritik am politischen Personal, mit dem wir es zu tun haben? Ja. Es ist in gewisser Weise eine Kritik nicht nur am politischen Personal. Es ist auch eine Kritik an dem Personal an den Universitäten und in den Berufsschulen und in den höheren Schulen. Ja. Es ist eine Kritik an der Gesamtgesellschaft. Kann es etwas mit der Komplexität zu tun haben, früher nie wieder Krieg und Atomkraft Nein, danke zu sagen? Das war relativ klar und das war einfach zu formulieren. Heute streiten sich Hundertschaften von Politikern, Juristen, von Journalisten um Antworten und um richtige Antworten. Hat es auch etwas damit zu tun, dass die Dinge... Es hat etwas damit zu tun, dass wir inzwischen eine Welt von Twitterern geworden sind. Ja. Und sowieso eine Welt von Internetnutzern und eine Welt von Fernsehern. Das heißt, wir sind eine oberflächlichere Gesellschaft als heute vor 30 Jahren. Und oberflächlicher als noch vor 20 Jahren.
Das muss aber nicht so bleiben. Das darf nicht so bleiben. Ist es, Herr Bundespräsident, offensichtlich ein Gesetz, dass die Generation, die gerade die Geschicke eines Landes führt, immer das Gefühl hat, dass sie möglichst gerade in der dramatischsten und überhaupt schlimmsten vorstellbaren Situation ist? Oder ist es tatsächlich so? Wie schlimm steht es also um Europa? Wie schlimm steht es um Deutschland in dieser Zeit? Naja, auf alle Fälle ist es nicht die schlimmste Situation, die Europa erlebt hat. Das stimmt. In der Langzeitperspektive sowieso nicht, aber auch nicht in der Nachkriegsperspektive. Wir waren wirklich nicht allzu weit entfernt von einem nuklearen Inferno. Und wenn sich Amerikaner und Russen zum Beispiel in der Kuba-Krise nicht hätten einigen können, dann hätte das für Europa ganz schreckliche Auswirkungen gehabt. Also in einer längeren Perspektive muss man sagen, nein, dies ist eine Krise, die einige Spieler, besonders auf dem ökonomischen Bereich, aber nicht nur dort, auch bei Politikern verursacht haben. Das ist kein Wunder, was über uns gekommen ist, sondern man kann einzelne Schritte einer krisenhaften Entwicklung erkennen. Und wenn man das erkennen kann, kann man auch gegenhalten und Gegenstrategien entwickeln. Sie haben, Helmut Schmidt, die Ursachen dieser Krise präzise benannt. Sie haben gesagt, der Raubtierkapitalismus verderbe unsere Zukunft. Wie macht er das? Und wer ist das Raubtier im Kapitalismus? Das Wort ist ungefähr 15 Jahre alt oder 17 Jahre alt. Es stammt aus der Mitte der 90er Jahre. Und ich würde es nach wie vor gebrauchen. Man kann ihn nicht auf eine einzige Person, auch nicht auf 12 Personen personifizieren. Ja. Sondern der Raubtierkapitalismus ist eine Art von Geschäftemacherei, die inzwischen von mehreren zigtausend Personen betrieben wird. In Wall Street in New York, in der City of London, in Hongkong, in Singapur, in Shanghai, in Dubai. Die ganze Welt hat sich anstecken lassen, genauer gesagt, die Schicht der Banker hat sich anstecken lassen von den Möglichkeiten, die die technische Entwicklung uns geboten hat. Heute vor 50 Jahren gab es kein Internet. Es gab auch kaum Fernsehübertragung von Börsenkursen. Es gab auch keine elektronische Übertragung von Geldanweisungen und von Kapitaltransaktionen. Alles das ist erst möglich geworden seit 1972, zunächst ganz langsam und dann etwas schneller und in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren. Mit enormer Bedeutung. Und es musste dazu führen, dass es irgendwo schief ging. Wie schlimm, Helmut Schmidt, ist diese Krise, in der wir sind? Wir sind in verschiedenen Krisen gleichzeitig. Wir sind erstens in einer Verschuldungskrise. Aber die Verschuldungskrise, zum Beispiel was Griechenland angeht, was Portugal angeht, was Spanien angeht, Italien und so weiter, diese Verschuldungskrise ist eine Folge der vorangegangenen Bankenkrise. Es sind vielerlei krisenhafte Erscheinungen gleichzeitig. Und es wird uns Europäer eine gewaltige Anstrengung kosten, aus diesem Sumpf wieder rauszukommen. Die Menschen spüren, Herr Gauck, eine Ohnmacht gegenüber dieser Finanzwelt, die Helmut Schmidt gerade beschrieben hat. Sie empfinden es als eine Geisel, ihr ausgeliefert zu sein und nun zu sehen, wie sehr sie die Staaten im Grunde genommen in Geiselhaft nehmen und gegebenenfalls auch in den Ruin treiben. Müssen die Politiker heute diese Banken tatsächlich bezähmen? Muss der Raubtierkapitalismus den Zahn gezogen bekommen oder auch Zähne? Erstmal, jeder Missbrauch muss bekämpft werden.
Und eine Machtarroganz muss eingegrenzt werden durch die Einsicht der Vernünftigen. Die gibt es nicht nur in der Politik, die gibt es auch in der Ökonomie, sogar in der Finanzökonomie. Mhm. Zweitens, Raubtierkapitalismus, kann man sagen, hilft es? Ich weiß es nicht. Schauen Sie, es gibt auch einen Raubtiersozialismus. Und es gibt einen Raubtier-Islamismus. Es gab einen Raubtier-Feudalismus. Mhm. Das heißt, mit dieser Begrifflichkeit beschreiben wir etwas, was in der Ambivalenz des Menschen liegt und gleichzeitig in der Ambivalenz von Ordnungen, die die Menschen sich schaffen. Und jede Ordnung ist eben zu missbrauchen. Das sehen wir ganz deutlich. Und aus diesem Grunde scheue ich mich vor der Benutzung von Begriffen, die uns so klein erscheinen lassen und das Verhängnis so groß. Mhm. Also Missbrauch bekämpfen, so wie wir Doping im Sport bekämpfen, ohne den Sport abzuschaffen. Und deshalb brauchen wir natürlich Banken, aber mit einem Ethos, mhm. mit dem Ethos eines anständigen Kaufmanns. Und innerhalb der Finanzindustrie gibt es solche Akteure. Ja. Nur die ziehen oftmals den Kürzeren, weil diese verhängnisvollen Entwicklungen diejenigen begünstigen, die besonders intensiv und vielleicht auch mit einer kriminellen Energie agieren. Aber die Politik hat ja vieles davon erkannt und ist im Moment damit beschäftigt, zu fragen, wie viel Regulierung schränkt die Freiheit der Wirtschaft unzulässig ein. Wirtschaft muss auch frei sein. Mhm. Was passiert, wenn sie nicht frei ist, haben wir im Ostblock erlebt. Da geht ja alles noch mehr den Berg runter. So, und deshalb glaube ich, dass wir jetzt in einer Phase der Verständigung darüber sind, wie viel Kontrolle können wir durchsetzen. Und wenn wir dreist in Europa Beschlüsse machen, dabei sind wir. Ja. Was machen wir, wenn die City of London nicht mitspielt, nicht mal in Europa Einverständnis herrscht oder gar an den großen Finanzplätzen in New York oder Hongkong oder Tokio? Mhm. Und das ist, denn wäre aber ein zweiter Schritt. Der erste ist, dass wir hier das tun müssen, was wir tun können. Ja, wenn man sich nochmal versucht daran zu erinnern, wie eigentlich die Erklärungen der Politik, der deutschen Regierung in Bezug auf das, was wir retten wollen, aussieht, gibt es insgesamt ein einigermaßen disperses Bild. Die Menschen fragen sich, retten wir eigentlich die Banken, retten wir Europa oder retten wir den Euro? Und die Bundeskanzlerin selbst hat darauf eine einfache Antwort, um nicht zu sagen, sie macht daraus offensichtlich eine Art Grundsatzfrage. Ein Satz, der sich einbrennen soll. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ein Satz, den die Kanzlerin nicht müde wird zu wiederholen. Scheitert der Euro. Ein Satz, der in seiner Absolutheit alle Fragen beantworten soll. Dann scheitert Europa. Es geht also um alles, das will Merkel dem Land sagen. Aber ist damit alles gesagt? Erklärt die mächtigste Frau der Welt ihrem Land, weshalb sich die Mühe lohnt? Es gibt Zweifel daran. Sie hatten die Verpflichtung, sehr detailliert zu beschreiben, was das bedeutet, auch fiskalisch bedeutet. Fiskalpakt, ESM, Schuldenbremse. Die Welt der Euro-Retterin Merkel ist kompliziert. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Und so wählt sie statt der großen Erklärung lieber die kleine Abwechslung. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Herr Bundespräsident, Sie haben kritisch angemerkt, dass die Kanzlerin diese Krise nicht genug erklärt. Sind Sie grundsätzlich mit Ihrem Kurs einverstanden? Eher ja, jedenfalls. Ich glaube mehr als mein geschätzter Nachbar Helmut Schmidt, weil ich überzeugt bin von ihrer hohen Rationalität und auch von ihrem Handlungswillen. Mhm. Gleichzeitig muss sie anders agieren als etwa der Präsident der Bundesbank. Ja. Und all das stelle ich in Rechnung. Und als ich seinerzeit in einem Interview im Fernsehen diese Äußerung gemacht habe, dürfen Sie das nicht so verstehen, als hätte ich jetzt direkt Angela Merkel ins Visier genommen. Mhm. Sondern das ist ein Grundproblem der agierenden Politik. Wir haben so viel zu tun, Politik zu gestalten, dass wir oft, und da schließe ich mich ein, oft versäumen, den Leuten genau zu erklären, was machen wir gerade und warum machen wir es gerade. Also das war kein Versuch, Angela Merkel da an den Wagen zu fahren, sondern generell ein Kommunikationsdefizit zu beschreiben. Mhm. Und an diesem Punkt heute würde ich sagen, das ist außerordentlich schwer, jetzt genau zu wissen, welcher nächste Schritt der richtige ist. Wenn sich die Fachökonomen
Wenn sich die Staatsrechtslehrer und die Politikwissenschaftler in ihren großen und kleineren Beiträgen nicht einig sind, ja, wie sollen es denn die Abgeordneten halten? Und noch eine Sache möchte ich hinzufügen. Wenn in der Debatte der Eindruck erzeugt wird, dass Angela Merkel gegen